Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Horizon Zero Dawn. Aloy ist gesprungen. Kannst du mal auf der Karte zeigen, wohin du gesprungen bist, damit die Leute sich Ja. orientieren können? All die, weil das ist eine Gegend, in der war, haben wir zwar schon das Lagerfeuer angemacht, Ja. aber sonst kennen Also wir wir uns hier waren noch nicht hier in aus. Meridian bei diesem Ja. Feuer. Und um euch den Ladebildschirm zu ersparen, bin ich gleich mal hier hingesprungen War und hatte letztendlich nicht vor. nötig, weil nämlich es ging ganz schnell. Ja, natürlich. Wir hatten schon den Ladebildschirm vorher, als wir das Spiel geladen hatten. Ja, Das hat ewig der war gedauert. schon ewig. Genau, also wie auch immer, auf Ja. jeden Fall sind wir jetzt da. Was wirst du als nächstes machen? Dann wollte ich die Feuer hier mitnehmen und dann die verdorbene Zone hier. Gut. Und Welchen Level das haben war wir mir eigentlich? am wichtigsten. Was meintest Welchen du? Level hat sie eigentlich inzwischen? Level 35, kurz vor Ja, das 36. dürfte nicht Also so das schwierig müsste sein. eigentlich machbar Ja. sein, ja. Gut. So, ja, also hier runter und dann den Langhals. Und dann weiter vorarbeiten, Feuerchen anmachen und hier haben wir eine Brutstätte. Wieder eine von diesen. Ja. Ich finde die Brutstätten also wirklich. Ja. Ist eine Zumutung, Eine echte Zumutung, aber ja. muss gemacht werden. Du hast eins von 29. Das nehme ich doch Was? mit. Ja, ich muss dringend Heilpflanzen sammeln. Aha, und du hast aber Pfeile, wenn da 1 von 29 steht, was heißt das? Ein Pfeil ist eingelegt, 29 sind im Köcher. Alles klar. Hä? Ach, ein echter. Was war das? Na, das ist ein Schmetterling. So. Sieht aus wie ein Nachtschmetterling, also Nachtfalter. Ist es aber natürlich Wirklichkeit? Höchstwahrscheinlich nicht. Auch Holz brauchen wir nach wie vor. Da ist Das irgendwas wäre. Lautes. Das ist ziemlich, ja, ziemlich viel Krach. Da, wo? Naja, es Oh. bringt nichts in eine. Ja, genau. Interessante Perspektive. Das muss ich schon Ja. sagen. Also Keine Ahnung, nicht was das viel ist. Schaden Es sind gemacht. ganz viele Vögel, die da oben fliegen. Ja, ich weiß Mann, nicht. falsche. Die sind manchmal etwas schwer zu treffen. Das ist interessant. Nur, ich schätze mal, das ist ein Grauhabicht, weil er Das ist kein Grauhabicht. Nein, aber das ist auf jeden Fall, Das ist arbeitet er auch mit Sturmvogel. Eis. Na gut, ich schätze, wenn du so wirst du wohl nicht. Oder ist er tot? Nee, der ist nicht tot. Nee, ist nicht tot. Der ist Wo da. ist er? Da ist er. Du hättest vielleicht irgendwas zu dir nehmen sollen, aber. Da schaffst du es. Ich glaube, du triffst ihn überhaupt nicht. Weil er weiter über dir bleibt und du müsstest wirklich auf ihn schießen, fürchte ich. Da ist er. Schieß. Ja, das ist nicht so einfach, diese Beutel hier zu treffen. Ach, du musst ja die Beutel treffen, stimmt. Ach, er sieht noch ganz gut aus, aber so gut sieht er nun auch wieder nicht aus. Er hätte vielleicht mal sich ein bisschen heilen sollen. Ich hab doch. Nein, er hätte sich heilen Ach sollen, habe ich so. gesagt. Nee, da bin ich nicht scharf drauf, dass der sich heilt. Nein, das wundert mich. Der ist hin. Maschinenkill steht hier. Aber du kannst ja noch. Oh, guck mal, was da oben fliegt. Das sieht aus wie Gänse. Was fliegt wo? Oh, die flogen da in Formation. Das könnten Gänse gewesen sein.
Hilfe! Das muss ein Sturmvogel gewesen sein. Und wo liegt er da? Liegt er? Ja, da war doch ziemlich groß. Das hätte ich ein ja, da steht Sturmvogel. Ja. Jetzt hätte ich doch eigentlich gedacht, der Sturmvogel soll nicht mit Eis arbeiten, sondern mit was anderem. Schock. Ist nicht so. Na, okay. Gut. Aber die haben schon, sind schon ganz schön gewaltig. Ja, die Dinger sind heftig. Oh, du hast einen Fernangriffsschutz. So, ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Ich habe Pfeile ohne Ende verschossen. Ja. Und zwar von jeder Sorte. Also der ist nicht so feuerempfindlich. Ja, der ist stärker. Der kann eher widerstehen. Wir wissen ja noch nicht, ob er nicht vielleicht was anderes hat, besser, wo wir ihn eher mit kaputt kriegen. Was haben wir hier? Ach, das ist doch nur ein Wächter. Der hat doch nur, ja, sag mal, die Gegend, nur ein paar Die Gegend Schaden. Heißt Schöpfers Ende auch wieder, ja? Oder wie? Ja, offensichtlich. Komm ich denn da rum? Sieht hier eigentlich ganz hübsch aus. Da, so. Überall. Da war was, oder? Ha? Ja, die Trümmer von dem Sturmvogel. Ach so, das andere war ein Stein. Ja, alles klar. Mhm, noch ein Signal. Ja, da wollen wir auch hin. Aber unterwegs wollen wir die Feuer mitnehmen. Da ist noch einer. Na ja, mal sehen, ob wir da hinkommen. Ja, doch. Müsste gehen. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, ist auch nicht sehr weit weg. Ein neuer Langhals? Ja. Zu dem will ich ja. Aha. Spring auf den Rücken des Langhalses. Na ja, gut. Aber ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Nö. Aber das Signal kann man vermutlich schon hören. Wir können ja mal gucken. Was liegt da? Alte Trümmer, die werden wir gleich mal einsammeln müssen. Nö. Ich kann das Signal nicht sehen. Wo? Da. Ja. Und Krokodile? Bisher habe ich noch keins gesehen, obwohl bestimmt gibt es hier welche. Krokodile sind ja, wie du weißt, auch im richtigen Leben liegen sie ganz faul rum, denkst du dann. Und meinst, die schlafen. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die dann plötzlich wach sind. Stimmt's? Ach so, ja, richtig. Ich wollte ja erstmal die Zone. Können wir ja machen. Ja. So. Das klingt nach Gänsen. Nach was? Gänse. Aha. Ja, es gibt ja einige. Auf jeden Fall haben wir schon Leichen gesehen. Mann, ich habe noch nicht mal meinen zweiten Beutel voll. Da ist er. Guck mal, da hinten ist er ja schon. Langhals, ich würde schon sagen Langhans. Langhals, natürlich. Jetzt hört man auch schon. Gemächlich schreitet er voran. Ah, Beutel 2 ist... Ist gar nicht. Ich dachte immer, diese Pluszeichen da links oben wäre die Anzahl der Beutel, aber nö, das ist nicht. Denn
Eigentlich müsste der dritte Beutel ja jetzt leer sein. Halt. Aha. So ein schönes Wesen. Und du hast es einfach zerstört. Ja. Sonst hätte er versucht, uns zu zerstören. Da hinten. Kommt der Nächste. Läuft der Nächste rum. Wo ist er? Ein Rotaugenwächter. Ich glaube aber, ja, dass der Rotaugenwächter weiter weg ist als der andere. So. Aber das, wir gehen jetzt so erstmal. Ja, warum nicht? Ich will doch dahin. Was mache ich hier? Was ist das? Ach so, langer Hals. Mhm. Speerschäfte heißt es hier. Na gut. Genau. Oh, da ist er. Langhals ist da. Aber du bist erstmal zur verdorbenen Zone, ja? Ja. Ja, sonst laufen wir ja immer hin und zurück. Ja. Das gibt's ja nicht. Wo laufe ich denn hin? Ich laufe schon wieder dem Zielmarker hinterher. Und der steht auf den Ruinen. Da wollen wir jetzt noch gar nicht hin. Das nehme ich lieber mit. Ja, gut so. Ich nehme an, die werden wir demnächst auch wieder brauchen. So, die verdorbene Zone haben wir erreicht. Verdorbene Zone, gut. Also, wir gucken erstmal hier. Wie sehen wir hier aus? Wir haben wieder 3. Da können wir das fertig machen, ja. Da können wir bis zu 3 Pfeile einlegen. Das ist gar nicht verkehrt. Also hier ist schon verdorbenes Gebiet. Ja, ja, sieht man. Sieht. Das sieht man. Hm. Was haben wir hier? Einen verdorbenen Perscher. Ob wir den von hier erreichen können, ist fraglich. Der hat sich verdünnisiert, glaube ich. Ja, gerade war noch da. Hm. Kann man nur hoffen, dass es hier keine Schnappis gibt. Oh. Das sind ganz viele, das sind Pirscher, hau ab. Ja. Also ich denke mir, das sind Pirscher, weil die so durchsichtig das sind. Das sind Pirscher, ja. Ich hab's gesehen. Da ist ein bisschen Geduld angesagt, hä? Ja. Na, wo seid ihr? Hallo. Sollen wir mal pfeifen? Da hinten ist einer. Ja, aber da ist einer. Da ist hier, einer. Was immer das ist. Ich komme hier raus. Ja, ja, du ja, kommst schon raus. Aber im Augenblick wissen wir echt nicht, ob wir dich da rauslassen sollen. Wow, hübsche Libelle. Ja. Scharfe Augen sind gefragt. Ja, da ist einer. Ich sehe ihn. Ja. Ja, Mann. Ja, wo hast du jetzt hingeschossen? Oder hast du gar nicht geschossen? Ist er wieder zum Pirscher geworden? Also zum unsichtbaren Pirscher geworden. Mann, die sind nervig. Du hast, ja, da kommt einer.
Und da hinten ist auch einer. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt treffen kann, wenn die unsichtbar sind. Muss ich ja mit drei gleichzeitig mit drei Fingern arbeiten. Ja, aber du hast doch zehn. Warum geht es denn nicht mit drei Fingern? Ja, aber das wusste ich ja nicht. Ach so. Keiner hat mir erklärt, wie der Dreifachschuss geht. Es hieß nur rechter Button. Ach so. Aber hey, guck dir den an, der ist da. Der ist weg. Das ist doch gut. Ja. Jetzt weiß ich jedenfalls, wie es geht. Siehste, schon mal was Gutes. Da hinten ist einer. Ah, Mist. Ja. Genau in dem Moment, wo ich meine drei Finger platziere, ist der wieder weg. Mist. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder? Ja. Ja, ich glaube, Pirscher mag sie irgendwie nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum, aber... Ich höre so ein Geräusch von irgendwas Galoppierendes. Ja, noch nicht ganz. Haut. Schieß. Er kommt jetzt. Du hast deine Chance verpasst. Du hast sie gehabt und nicht genutzt. Der kommt garantiert. Ich habe leichte Probleme. Ja. Meine drei Finger zu koordinieren. Ja, ich verstehe das. Ich weiß gar nicht, wie wir es immer schaffen, 10 Finger zu koordinieren. Wo drei schon so schwierig sind. Ja. Guck mal, da oben sind 1, 2, 3, 4. Aber ich hoffe, das ist was ganz anderes da oben. Das ist auch noch zu weit weg. Na gut. Wir gehen jetzt mal unsere verdorbenen Pirsche einsammeln. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass du da drüben noch mehr findest. Und zwar welche, die noch nicht tot sind. Ich glaube, das war's mit dem. Ja? Ja. Das ist ja natürlich sehr schön. Wenn so ein Ding schon verdorben heißt. Naja, ist ja wegen der verdorbenen Zone, dafür können sie ja nichts. Hier gibt Schmetterlinge. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Der hat sich aber weit verstreut. Das waren doch drei, oder? Ja, das waren. Also, ich denke schon, dass das wenigstens drei waren. Aber es ist natürlich sehr schwer. Ich sehe aber nichts mehr. Sowas zu. Also die Nummer, also die Anzahl festzustellen, wenn man sie halt nur als unsichtbar sieht. Ne? Weiß ja. Man nicht, ob es wirklich drei waren oder nicht, vielleicht doch nur zwei oder so. Na gut. Mhm. Begib dich zu den Ruinen. Auf zum nächsten Ziel. Ja. Das hier ist vermutlich die Schleife, die er läuft. Ja, das denke ich auch. Markieren wir mal die Spitze. Etwas Wasser kann nicht schaden. So. Stimmt. Wildschwein. Ja, ja. Der Wildschwein haut auch noch, glaube ich, auch noch. So, Mann. Jetzt noch Gesundheit füllen, dann brauchen wir nicht mehr allzu viel an Kräutern. Voll ist er. Tja. Da, noch ein Langhals. Ja, ja. Ja. Hier gibt's einige. Ganz schön groß. Okay,
Ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Ja, das musst du, aber du kommst jetzt hier nicht mehr raus. Hier wird das nicht funktionieren. Vielleicht bei dem anderen. Gucken, ob man hier irgendwie hochkommt. Das sieht aber nicht danach aus. Sieht nicht aus. So richtig gut aus, ne? Nee. Nee. Na, guck doch mal am Ufer entlang, wo hier. Keine Aufstiegshilfen. Wo ist dann, er denn? Ah ja, wir müssen sowieso erstmal wieder aufräumen. Das Gebiet aufräumen. Ja. Möglichst nicht daneben treffen. Na. Was? Ja, wenn ich er wäre, wäre ich jetzt auch ziemlich stinkig. Jetzt nicht mehr. Nö, jetzt kann das nicht mehr sein, er ist ja tot. Oh, guck mal, da oben läuft auch einer. Ha. Feigling. Da laufen mehrere. Sich. Ja, ja, wir müssen erst das. Wir müssen irgendwo da drüben rauf. Oh, was waren das hier? Wespen? Ja, große Insekten. Mann. Ich habe keine Munition mehr, aber noch. Aber noch was. Aha. Oh, der kommt jetzt. Ah. Mann. Ja. Das war jetzt aber. Er kommt. Er will sich jetzt rächen. Alle beide kommen jetzt. Kann ich verstehen. Wenn du nicht mal triffst, also du triffst schon, aber genügend, um ihn umzubringen. So. Hat er sicher was soll dann? Der ist weg und der andere? Na, der ist C. Wie oft hast du den jetzt schon? Da kommt noch einer. Au. Ja. Na. Die müssen aber auch immer explodieren, diese dämlichen Viecher. Gut, aber sind jetzt selbst dabei auch umgekommen? Und das ist gut so. Ja, ich weine ihnen keine Träne nach. Weit verstreut. So, da kommt jetzt das Ding hier. Hey. Das wird dich gleich zertrampeln, wenn du nicht aufpasst. Ich meine, wenn ich allein schon diese großen Füße anschaue. Ja. So, also wir müssen da drüben hin. Moment mal. Erstmal seine Spur markieren. Und dann müssen wir uns um diesen blöden Typen. Ah, naja. Der duckt sich. Ja, der ist nicht blöd, du duckst dich ja. Naja, du bist wahrscheinlich nicht ganz so clever. Pass auf, dann triffst du den Langdings da. Dann wäre er vermutlich ziemlich stinkig. Ja, könnte ich verstehen. Da oben war es dann so ein Riesenvogel wieder. Der sah ja riesig aus. Was machst du denn eigentlich? Ja, immer wenn du schießen willst, daneben. Dann schießt er auf dich. Ja, jetzt reicht's aber. Ja, du hast ihn gerade. Ach so, jetzt habe ich ihn gerade. Ja, du hast es gerade so geschafft. Vielleicht sollte ich öfter also mal. Also als Meisterschützin kann man sie jetzt nicht gerade bezeichnen. Im Purzelbaum machen schießen. Vielleicht treffe ich dann besser. Ja. Du könntest ja dann im Zirkus auftreten auch. Ja. Ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Hallo Schweinchen. Sieht hübsch aus. Wow. Mal gucken, ob man von hier aus hochkommt. Vielleicht. Aber du bist ja schon sehr weit. Ist zu weit weg. Das geht. Von hier aus hättest du hochkommen können. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Theoretisch ja. Ja, du warst jetzt nicht gut aufgepasst. Jetzt bist du tot. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gespeichert hast. Na, beim letzten Feuer. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, das kann man nicht ändern. Auf jeden Fall musst du dir darüber im Klaren sein. Du solltest ihn auch wirklich treffen.
hier? Was wollte ich hier? Auf jeden Fall ist hier nichts mehr, was zu erledigen gewesen wäre. Nee, du bist ja angekommen irgendwie oder was? Oder hast ja was getan? Also, Mann. Ja, wer ausrutscht und so, wie war das doch gleich? Ja. Kommt noch mal dran, aber es war schon relativ eilig und ich wollte nicht warten, bis er noch mal eine Runde gedreht hat. Ja, jetzt musste viel länger warten. Aber das war vermutlich die längere Variante. Ja. Noch ein Signal? Naja, was für ein hübscher Wald. Vor allem, wenn er gerade keine Feinde sind. Nicht allzu weit. Er sendet das Signal. Nee, da ist er ja. So. Also das hast du ja automatisch gespeichert. Jetzt könntest du ja hier auch wieder reinkommen dann. Du, der kommt auf dich zu. Du ja, ich weiß. Ich sehe ihn ja. Er ist kaum zu übersehen. Ja. Aber. Gut. Hier sind jetzt wieder diese blöden Hühnchen. Was? Naja, du hast daneben getroffen. Auf seinen Kopf hinaufklettern. Auf seinen Kopf? Nein, nicht auf den Kopf von dem hier. Du guckst dir den hier an. Auf den hättest du raufklettern müssen. Aber. Ja, ich muss dran denken. Ja, hier sind jede Menge von diesen dämlichen. Immer schön leise. Können wir hier raus? Nee. Eine beeindruckende Landschaft. Oh, guck mal. Da kommt der große Teller. Sehr gut getroffen. Ja, ich versuche immer auf den Kopf zu schießen, aber das ist bei denen nicht wirksam. Ja, genau. Ich weiß nicht warum. Das machst du eigentlich automatisch fast immer, ne? Ja. Auf den Kopf zielen. Ich versuche immer einen Kopfschuss zu machen, aber das bringt bei denen nicht. Bei den Menschen bringt es meistens schon was. Dann brauche ich 3-4 Schuss, wenn ich ihn mit Kopfschüssen erledigen will. Na, meistens haben die eine andere Schwachstelle. Die ja, man auch besser Brust treffen kann. Muss ich. Also diese Wölbung an der Brust. Genauer gesagt. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Viele. Hä? Wem sagst du das? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Na, die da. Da rechts oben ist einer und links waren, glaube ich, noch zwei. Und wer weiß, wie viele auf der anderen Seite von dem Felsen lauern. Nett. Also hier ist ein Rotaugenwächter. Guck mal, also wo das Ding hier läuft, eigentlich lang läuft. Ja, dieser Teller. Ein Langbein. Dieses Langbein, ja. Aber, naja. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein paar machen. Ja? Hast du keine mehr gehabt? Nee, einen hatte ich noch. Ah ja. Und ein Pfeil ist vielleicht ein bisschen knapp. Irgendwo hat dieses Geräusch... Das war, glaube ich, der Felsen. Das Geräusch des Langbeins hat hier irgendwie ist fast beruhigend. Ja, wie so eine Uhr. Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, genau. Du hattest ja eine Chance. Jetzt hast du sogar noch einen Pfeil verschossen, ob das so gut ist.
Oh, guck mal, er guckt um die Ecke. Ja, aber er kommt erstmal nicht mir zurück. Aber nix. Jetzt hier ist er. Na du. Tschüss. Erwischt. Schön leise jetzt. Ja, ich würde sagen, wir haben die Zeit erreicht. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ja, das könnte sein. Wo aber ist man er? Aber wer weiß, wann der Langhals... Da kommt er. Aber ah, da kommt er. Vielleicht kannst du mal... Genau. Ja, ich versuch's noch. Ja, versuch's. Jetzt mach mal ein bisschen Hinne. Ist nicht so schlimm, wenn wir dann wieder neu anfangen müssen. Ja, das ist halt so weit weg, ne, gewesen, vorhin auch. Okay, sie ziehen ab. Ziehen ab. Wer immer auch abzieht, zieht ab. Gut. Und du wolltest... Ja, ja, ja. Ja, verdammt. Okay. Jetzt noch auf seinen Kopf. Also im wirklichen Leben... Würde ich so etwas natürlich niemals tun. Aber Pieper auch nicht. So. Das muss man natürlich nicht erwähnen, das ist klar. So. Na und wie ist die Luft hier oben? Dünn. Dünn. Geschafft. Und es soll so eine Karte ergeben, oder wie? Ja. Gut. Ja, dann machen wir mal Schluss. Ja. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.